Neuer Kanal, Stream-Highlights aus der Streaming-Bubble, wo wir uns wohlfühlen. Aber der macht das nicht so wie entspannt. Also der schneidet richtig geil den Content. Also schon mit ein bisschen Aufwand. Macht das wie eine Meme-Compilation. Ja, genau. Büschi will's wissen. Geil! Wow! Irgendwann sitze ich ja auch auf dieser Bühne, Digga. Da habe ich richtig Bock drauf, Digga. Okay, das ist echt geil gestanden. Ja, das ist erst sein drittes Video, aber der geht gerade komplett durch die Decke. Weil die Frau zu Gronkh und so schon auf ihn reagiert haben. Also er macht einen geilen Job. Er sollte auf jeden Fall mehr Clips von mir da reinpacken. So. Hallo. Hallo. Das wird ein absoluter Fiebertraum in der besten Art und Weise, wie es nur geht. Hallo Hamburg, geht's euch gut? Da war ich. Da stand ich tatsächlich relativ weit vorne. Ich habe auch so eine Haribo-Tüte gekriegt. Yeah, boy. Ich habe extra wegen dir diesen Scheißmann gemacht. Ich habe mich hier geackert. Tu jetzt so, als hätte ich für jeden anderen hier in diesem Chat Interesse, aber ich habe nur für dich Interesse. Sag Bescheid, kriegst meine Nummer, gar keinen Stress. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, du kommst jedes Mal in diesen rein. Genau, das geht auch an dich. Genau du. Dich spreche ich. Als Frau muss das auch so räudig sein. Diese parasozialen Beziehungen, ne? Bro, Gott segne meinen Pimmel, Digga. Das muss so schlimm sein, als Frau Streamerin zu sein. Das war smooth, Digga. Be my lover, gonna get with my friends. Ah, guck mal mein Anzeigebild auf Twitch. It's so cute. Mama, guck mal. Hallo. Milchbaum ist schon crazy, Digga. Es wäre am besten, wenn sie mir einen Kaffee machen. Mit Zucker, wie immer. Fun-Frage, ne? Ja. Okay, das ist nun sein Chef, Digga. Digga, ich prophezeie, dass wir nur solche Ausschnitte von Rezo sehen werden. Bist du Milchbaum? Ja. Darf ich anfangen? Na klar. Oh, no way. Das war doch Dings, Jaina. Sonja wurde gerade Milchbaum genannt. Was ist das denn? Verdammt. Das sieht ja schlimm aus. Wer hat vor uns hier gekocht? Wer war das? Die Freuds, die haben übel die Katastrophe da gestartet. Waren das die Freuds? Aber wir haben noch 10 Minuten. Entspannt. Dann sind wir durch. Die haben auch irgendwie eine halbe Stunde überzogen, Digga. Hör doch auf. Jetzt ernsthaft? Ja. Hä? Da ist das Wasser gesalzen. Weiß ich nicht, Mann. Das Salz, guck mal, dann nehmen wir das. Aber das gehört ja jemandem. So. Niemand braucht so viel Salz. Einen halben Teelöffel. Nein, nein! Dein Jet! Ja, gut, Jenny, aber die kocht nicht heute. Sag mal jetzt mal ohne Spaß, ich denke, das ist Induktion. Warum kocht dieses Wasser seit einer halben Stunde nicht? Hat nur 1500 Watt. Wir kochen Wasser, das haben die Freuds ja gerade nicht hinbekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass das die größte Herausforderung heute wird. Wasser zum Kochen zu bringen? Ja, Wasser kochen. Wir haben gerade vielleicht festgestellt, dass die linke Seite 2000 Watt hat. Guck mal, es kocht direkt! Ja, das war crazy. Das war tatsächlich sehr witzig, mal so eine Live-Kochshow zu sehen. Das war tatsächlich unterhaltsam, Digga. Also hätte ich nicht gedacht. Wo bleibt eigentlich mein Kaffee? Aber er summt auch die ganze Zeit nur Banger, Digga, muss man mal sagen. Minus 10, also 50, also 40 Punkte. Oh. Ah, hier Schweinchen in der Mitte. Oh oh. Gut. Avengers Assemble. Alle gegen Hamburg. Ah, ich glaube, da war richtig. Ah, ich glaube, da musstest du so ein extra Ticket für bezahlen sogar. Darf ich deine Nummer haben? Nein, auf gar keinen Fall. Ich gehe doch nicht immer aus dem Internet meiner Telefonnummer, Bro. Sag Bescheid, kriegst meine Nummer, gar keinen Stress. Hä? Gut gemacht, Edo. Sehr gut gemacht. Boah, Digga, das tut immer richtig in der Seele weh. Genau, jetzt fliegt hier. Bist du eine Hummel? Sieht aus wie eine kleine, dicke, fette Hummel. Wir lassen die Wäsche in Baden-Baden waschen. Mhm. Hä, macht gar keinen Sinn. Warum nicht in Waschen? Ach, Digga. Ich habe ihn gestern auf der Polaris gesehen. Ich hätte ihn hauen sollen dafür. Ich möchte in der Zeit zurückreisen, um ihn auf der Polaris zu hauen. Das ist das schnellste Luftfahrzeug, was man haben kann, wird aber auch vertikal geht. Vielleicht können wir uns das ja mal kaufen. Erstmal vermixen. Ja. Kann man eine Sehnscheidenentzündung davon kriegen? Würde ich behaupten. Penis. Du musst auf! Ich hab grad kurz meine so blöd. Ich hab grad kurz meine Beine nicht mehr gespürt.
Ich auch, aber ich bin ja Radler, von daher. Ich mag Radfahren. Aber das ist sehr anders, das in einem dunklen Raum zu machen, wo so ein Typ vorne steht, der da vorne massive Line Coke sich reingezogen hat. Und dann ist der da so vorne und ist so, ja, ja. Release your power! Digga, da könnte ich auch richtig nicht mitmachen. Ja, ich war ja früher auch häufig in der Muckibude. In der Muckibude, sagt er. Wie isst man das? Genau so. Oh mein Gott. Ich find's blöd, dass man die so durchdrücken kann mit der Zunge. Irgendwie, ja. Irgendwie stört mich das. Weil geschmacklich ist es gut. Was macht ihr mit eurer Zunge da in eurem Mund? Aber was? Oh, wow! Ich hab einen Fahrstuhl gehört. Nee, ich geh nicht gucken. Ich schließ die Tür ab. Ey, no joke, ich piss mir gerade in die Hose, Mann. Was machst du hier? Alter, du Drecksau! Stand nicht die ganze Zeit einfach hinter ihm einer? Gehst du heute steil? All in. Ja! Ich brauch Hilfe! Digga, das glaube ich aber auch! Oha, Alter, was war das denn für ein Zusammenschnitt? Ich könnte dir das auch bei Dr. Fruit machen. Bei Dr. Fruit. Bei Dr. Fruit, das sind wir. Wir sind Dr. Fruit, Freunde. Bei uns gibt's Früchte, freche Früchte. Glaubt ihr, ich kann eine Rolle machen? Ich glaube, ja, du schaffst stimmt. Das nicht. Ich mach jetzt nicht weiter hier. Wieso hast du mich rausgeworfen? Erstmal Plüschtierschlachten. Oh, Alter, das ist ja ein Zungenbrecher. Plüschtierschlachten. Aber auf weird mit einer Schweinemaske. Ich habe irgendwo noch so eine Pferdemaske von der Gamescom. Ich weiß gar nicht, was ich genau jetzt dazu sagen soll. Weißt du, ich habe so ein riesiges Lächeln auf meinen Lippen. Aber irgendwie war das auch assi. Wie konntest du nur mich rauswerfen? Ja, ich saß halt im Auto. Das ist dieser Tatortreiniger, ne? Das sieht übel cool aus, das Game. Das ist ein Reinigungsmittel auf der 7. Habt ihr Spaß? Ich habe sehr viel Spaß. Danke, dass du mich eingeladen hast zu diesem Format. Daumen nach oben halten. Bitte, du musst noch sagen, dass die Leute abonnieren. Moin, Poison, was geht? Die Leute müssen abonnieren. Soll ich dich mal abtasten? Was schmuggelt der denn? Oh, ich weiß, was er geschmuggelt hat. Das wäre jetzt richtig krass, wenn du mir irgendwas unter... Was ist da drin, Bram? Was ist da drin? Als wenn ich selber in meine eigene Tasche nicht geguckt habe. Was ist denn da drin? Da ist ein Kondom drin. Willst du im Camp Sex haben? Oh Gott, wollt ihr mich ficken? Selbstverständlich bekommt ihr jetzt noch was ins Gesicht. Er hat die Liebe erfolgreich mit ihm geteilt, in sein Auge rein. Aha. Vielleicht habe ich ja deswegen Krümel im Auge. Na, Moment. Okay, Digga. Ibuprofen, Whisky, 2 Flaschen Wein und dann kommt hier ein Spiel. Der Klassiker, wie ein Achtarmiger einen reingeorgelt. Das wichtigste Utensil ist Salz. Ich will mehr. Mehr. Einfach nur ein Blake, Digga. Mann. Oh, guck mal, ja? Ein Kräutchen. Und Leute, wisst ihr was? Die könnt ihr dann probieren. Ja, riecht ein bisschen wie im Schuhladen, ja. Oh mein Gott, ist das schlimm. Digga, das war da, wo die haben da Lakritz probiert, ne? Habe ich noch nie gesehen, wie sich jemand so anstellt bei Lakritz essen. Lakritz ist halt so ein Ding, entweder du magst oder du magst es nicht. Und ich würde behaupten, 80% der Leute, die das mögen, kommen aus dem Norden, Digga. Ich mag Lakritz. Warum ist das salzig? Weil es Lakritz ist, Bruder. Es ist Lakritz. Mann, da ist auch immer noch das Haar aus dem Topf. Ich liebe das. Ja, ich nehme das raus. Das sieht aus wie ein Schamhaar. Ja. Wie kommt das da rein? Das war von den Freuds, glaube ich, übrigens. Ach so. Ja. Ah. Fick dich! Was haben die mit Martin gemacht? Alter, der hat ja die Oldschool-Leute reingehört. Ich liebe Lakritz. Und ja, ich komme aus dem Norden. Das ist so ein Norden-Ding. Lakritz ist so ein Norden-Ding. Das verstehen die da nicht. Alles unterhalb der Elbe ist sowieso Italien, Digga. Was ist das für eine komische Stelle, Penis zu rufen gerade? Warte, ruft ihr Penis oder denn? Ich verstehe das nicht. Magst du Dorschmilch? Ich habe keine Ahnung, was Dorschmilch ist, Bruder. Ich weiß nicht, wieso. Aber alle, die nicht aus dem Norden kommen, da ist Lakritz immer schwierig. Seid ihr Team Lakritz oder nicht? Küstennebel. Küstennebel kenne ich, Digga. Das ist ähnlich wie Helbing. Kommt ja auch aus dem Norden, aber Helbing ist schon... Ich glaube, alle haben Penis. Oh mein Gott! Mir war nicht bewusst, dass man hört immer das, was man hört, wie Penis. Will. Absolut jeder das waren alle auch. Das war ein freudscher Verhörer. Ja. Freudscher. Ich muss Verhörer. Ich lache auch immer über meine eigenen Witze, das ist wichtig. Ich bin teilweise so innerlich gestorben. Ich auch. Du willst ein paar Lines, Rhymes bitten? Oh. Oh.
DJ! Alle tanzen! Heißt Nachschalatte zu spät beim Pilates. Küss ihn links, küss ihn rechts. Ich trag heute was Scharfes. Ich steige in den Rainy mit Carmen, Tina und Randy. Zum Frühstück einen Bild. Digga, was ist das für ein Fiebertraum jetzt? Pop, 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 pop. Ich bin blond, aber schlau. Siehst du mich? Yes, sir. Bitches could never, glaub mir, ich kann. Du willst dein Body? Dann musst du pushen. Bist du ein Hardy? Was? Werden sie gucken. Geh ins Jimmy, werde skinny. Mach daraus eine Show. Wir sind pretty im Bikini. Das ist Bell by the Pole. Oh, wir müssen neu anfangen. Hab noch einen schönen Abend. Ja, tschüssi. Tschüss. Vielleicht sind wir auch irgendwann da drin. Der macht lustige Videos, Digga.